Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Yay, im letzten Part haben wir das Dorf der Gingerling, oder wie sie heißen, Gingers gesehen. Und heute geht es hier weiter. Wir haben hier einen Gegner getriggert. Wir sind vor dem Puzzlekönig, oder wie er heißt. Da oben ist ein Mensch. Wir haben hier ganz viele komische Drachengegner. Und hier ist 1-1. Warum steht das da so? Ich bin ein bescheidener Puzzlo-Jünger. Ich wache an der Pforte seines Tempels, um solche abzuweisen, die seiner nicht würdig sind. Scheint dir ja Spaß zu machen. Glaubst du, wir sind würdig? Das kommt darauf an. Um dich als würdig zu erweisen, musst du Bilder nach Puzzlos Ebenbild sammeln. Und wie genau sehen die dann aus? Puzzleteile, auch bekannt als Puzzlos. Oh, das kommt mir bekannt vor. Wie viele hast du denn? Wie es scheint, hast du genug Puzzlos angesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kameras und nur Speisen von McPuzzlo sind im Tempel erlaubt. Bitte was? Bitte was, McPuzzlos? Also eine Alternative zu McDoof, denke ich mal. Auch wie schön hier alles aus Gold ist eigentlich. Da kommt diese kleine Steinkurve da gerade da hinten. Was ich aber gerade gesehen habe, ist nämlich hier hinten an der Ecke. Und die wie spawnen die Gegner? Ich weiß es nicht. Das Ding hier, was hat es damit auf sich? Das ist Puzzlos Altar des Wissens. Drücke RB, um das mächtigen Wissen zu schauen. Ein Puzzleteil brauchen wir. B. Es steht geschrieben, dass ein Puzzlo diese Tür öffnet. Ich habe ein Puzzlo. Ja, ich habe ein Puzzlo. Oder meinte die Tür da oben? Dass dann halt so eine Story kommt und dann... Ja, ihr wisst, was ich meine. Kann ja sein. Kann ja echt sein. Puzzlos Tempel. Sei gegrüßt, o Auserwählter. Ihr habt den Tempel des heiligen Puzzlo betreten. Trete er vor den goldenen Monolithen, will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Wo ist der Monolith? Da hinten. Geil. Hi. Drücke RB nahe dem Monolithen, um Puzzlos Herausforderung... Ja, machen wir. Komm, simpel. Oh, oh, oh. Oh, ist das etwa... Erinnere mich so ein bisschen... Warte mal, wo war das, wo man sich was angeguckt hat und dann ist dann passiert? Was? Er muss das Bild vervollständigen, wenn er dorthin reisen möchte. Benutzt er den 3D-Joystick als seine Hand. Drücke A, um ein Stück aufzunehmen. Drücke A, um ein Stück aufgenommenes Stück, um ein aufgenommenes Stück einzusetzen. Oder B, um es an den Rand zurückzulegen. Er hat nur begrenzt Zeit. Möge er Puzzlos seine Hand führen. Da will ich es rein haben. Oh Gott, wir müssen Puzzle lösen. Das sieht mir ganz nach da aus. Da oben. Okay. Warum ist das denn da schwarz? Wahrscheinlich irgendein Bug. Ja, es ist wahrscheinlich ein Bug. Okay. Er hat Puzzles Aufgabe 1 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Erstmal Daumen nach oben. Like dieses Video, Leute. Diese Fragezeichen-Schilder auch noch da. Sehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Wahrscheinlich den Stern auf Knopfdruck zum Leuchten bringen. Wer war das? Die ganze Zeit. Ach Mensch, ey. So, coole Cutscenes und allem drum und dran.
Ich find's cool. Ich meine, es hat echt was, ja? Bam! Level 1! Aber ich muss... Für Aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzlos. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Okay. 4 Stück brauchen wir also. Ich glaube, dass wir da, was wir da haben, ist das erste Level. Gibt es hier überhaupt Level, ist die Frage. Weil gefühlt kommt mir das jetzt vor, als wäre es irgendwie so ein Story-Modus oder so. Boah, wir haben den Vogel kalt gemacht. Da können wir es irgendwie aufmachen. Ist eigentlich ein Porsche dazu jetzt wirklich da, wo ich denke, wo sie ist? Oh! Wir können also entscheiden, wo wir hinwollen. Okay, das ist praktisch. Das ist echt praktisch. Ich dachte, das ist so wie die Töpfe im ersten Teil, wo man dann nur von A nach B und zurück kann. B nach A und so, ne? Mayayos Tempel. Ist das ein Level? Was macht das hier? Das ist ein Warpfeld. Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen. Ach, interessant. Das heißt also, wir können jederzeit hin und zurück. Das ist äußerst praktisch. Was war das denn jetzt auf einmal? Fünf Stück? Okay. Du hast ein paar Noten gefunden, Junge. Suche jetzt nach mir. Es sind Fünfernoten, ne? Bitte was? Das ist ein Mumbo-Plattform. Mumbo drauf stehen und großen Zauber machen. Und was ist mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Dies ist ein Infoschild. Bist du nah im Schild? Drücke B, um es zu lesen. Kamerad. Die mächtige Goldstatue schläft, bis ihre Dienste wieder in Anspruch genommen werden. Okay. Wir müssen einmal kurz auf Pause drücken, es tut mir leid. Cool, besserer Bug. Gesamtübersicht. 25 von euch, es gibt wirklich nur 100 Puzzles. Puzzles sage ich schon, 100 Notus. Und ich dachte, eventuell gucke ich mal nach, ne? Kann es sein, dass der ganze Weg hier oben insgesamt 100 Noten hat? Dass es fünfmal so eine Treppe nach oben geht und wir angesprochen werden? Hey, bring deinen Lahmknochen her und drücke B. Ach, da hinten. Ausbilder Yamuras meldet sich zum Dienst. Schau dir mal den Typen an, Benjo. Sieht aus wie Bottles in Uniform. Natürlich sehe ich Bottles ähnlich. Du Strolch, er ist mein Bruder. Wie geht es überhaupt dieser Trantüte? Er hat die Brille abgenommen, what the fuck? Kürzlich dahingeschieden unter der Hand der Hexe Grunti. Tut mir leid, das zu hören, Flohkugel. Ist er zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch, da willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es der Hexe heimzuzahlen. Eigentlich nicht. Bottles hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Pah, der kannte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Yamyas, dann bring uns doch gleich welche bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier. Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Findet ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Hey, einen Moment noch. Wie ich sehe, hast du genug Noten für meine erste Lektion. Höre und staune. Du Tölpel. Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Eier auch fast von allein. Was? Drück hoch und dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schieße mit Geschick.
Das ist dann alles. Moment, Moment, Moment. Weggetreten, weggetreten. Moment, was? Wir haben einen Sucher? Ich muss kurz hier hoch, weil da oben ist ja so eine Statue. Oh, lol. Da oben ist ein Jinjo. Wie schieße ich jetzt? Ach so, schieße ich, okay. Ich will den Kristall treffen. Ich weiß nicht, ob was da passiert. Es ist leicht schwierig zu zielen. Und jetzt? War es das? Ist der kaputt? Hallo? Ich glaube, er ist deaktiviert. Interessant. Gut, wir brauchen also die Noten, um halt die Moves zu lernen. Dieser Sonnenschein aus dem Berg heraus. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Tempeleingang. Ah, jetzt verstehe ich. Wir brauchen hier den Move, um das Tor aufzumachen. Okay, ich verstehe schon. Wir gehen erstmal in die Richtung, weil da ist so ein riesiger Tempel nach oben. Und da ist sogar Mumbo. Ich mag Mumbos neues Haus nicht. Ich fand das alte viel cooler. Es war so schön passend. Mumbos Schädel. Du hast ein Glowbow gefangen. Man sagt, sie haben magische Kräfte. Ah, keine Mumbo-Schiede mehr, sondern Glowbows. Okay. Ich verstehe. Alter, das ist eine richtige Bonsenwohnung eigentlich, ne? Geht's noch weiter nach oben? Nö. Oh, Bär und Vogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane ins Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden Zauberwesen. Wir haben ein Glowbow. Müssen Zauberwesen geben. Mumbo, wenn Hilfe wollen, wollen, ja, so. Wollen Mumbos Hilfe? Ja, ich mag das Auswahlmenü. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbos Tasche. Bam! Duncan! Oder so ähnlich. War eigentlich nur ein 3-Punkte-Wurf, aber egal! Oh, Mumbo, endlich werden ein Held! Drücken B für mächtigen Schamanenschock. Stock. Mich auf meinen Stuhl zurückbringen. Wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Was? Was? Was wir jetzt? Moment, 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 müssen wir jetzt? Wir verwandeln uns nicht, ne? Wir sind jetzt. Sagen wir jetzt nicht, wir spielen Mumbo. Alter, ist das geil. Wir spielen ernsthaft Mumbo. Du hast ein anderes Warpfeld gefunden. Stelle dich auf das Warpfeld und drücke B. Dann reist du zu einem anderen Warpfeld, aktivierten Warpfeld in dieser Welt. Ey, es ist so viel Text momentan noch, ne? Ein- und Ausgang der Welt. Es gibt also auch eventuell mehrere Warpfelder in einem Level. Stirb! So, wir gehen einmal kurz hier hoch, denn da oben ist diese Mumbo-Statue. Ikabunkaba. Okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Drücken B für mächtigen Mumbo-Zauber. Hoffen, dass funktionieren. Beschwörung des goldenen Goliaths.
Mombo Magie lassen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauert nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein, wollen Statue zu seinem Platz bringen und B drücken. Okay. Alter. Gewährt mir Eintritt. Geh weg. Okay, ich kann irgendwie hier nicht was Wirkliches machen. Ah doch, ich verstehe schon. Lass mich raten. Warte, wir gehen mal kurz runter. Denn unten ist ja irgendwo... Genau, da ist die Figur. Hi. Es war so offensichtlich. Ne, kann ich auch das Ding hier aufmachen? Ja. Hä, eins? Warum steht da eins drauf? Warum steht da denn eins drauf? Ich habe keine Ahnung. Wir machen folgendes. Na, wir sind noch nicht fertig. Wir werden ja nochmal den Zauber machen. Ach, Moment, auch nur 4 Leben sehe ich gerade. Ikambunga, Binkambunga, Bummela! Okay, müssen wir jedes Mal die Cutscene erleben. Aber ist ja kein Problem. So, wir töten erstmal alle Gegner hier. Mensch, steht da irgendwas drauf? Da steht nichts drauf. Warum stand denn eins drauf gerade? Was? Ah, ich habe ein Loch eingetreten. Ja, gut, das leuchtet ein. So, das ist der Tempel, den wir gleich betreten können, wenn wir soweit sind, dass wir sagen können, da spielen eins drauf, ne? Wir können die Dinge einsammeln. Ist das dein Ernst? Na, du? es ist so hart. Kommt der nicht hoch? Führ deinen mächtigen Laser aus. Da oben ist ein Puzzleteil. Ich krieg den Jinjo. Ich krieg den Jinjo. Juhu! Du hast mich gerettet! Ab nach Hause! Okay, wir kriegen eine kurze Cutscene. Ich denke mal, es wird aber die einzige sein. Hoffe ich doch. Ich glaube, die Häuser stehen für jeweils ein Level, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die jeweils für ein Level stehen. Haus der grünen Jinjus. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus mit dem Rest meiner gleichfarbenen Familie. Rette uns alle und du erhältst das Familienerbstück. Also wahrscheinlich ein Puzzleteil. Aber ich glaube nicht, das heißt pro Level, sondern es gibt immer 5 von einer Farbe. Ich will eigentlich gerne wegtreten. Mombo Magie jetzt zu Ende. Okay. Ja gut, aber wir haben eigentlich das gemacht, was wir machen wollten. Jetzt werden wir mal kurz ein bisschen weitergehen. Nämlich hierhin einmal. Die haben wir es gegeben. Was ist? Darf ich hier nicht rein? Okay, vielleicht darf ich als Mombo nicht hier rein. Verständlich. Gut, gehen wir zurück zu Mombo, also Mombos Haus, denn ich meine, hey, die Figur lebt einfach wieder. Wieso lebt die Figur denn wieder? Ich habe sie doch vollkommen weggetreten. So richtig putz, weg war sie. Gefängnisareal. Oh Gott, der Stein hat mich erschrocken. Gut, gehen wir zurück zu Banjo und würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Das Level ist gerade für mich noch mehr verwirrend als recht. Vor allem sieht das nicht nach einem Welt 1 Level aus. Versteht mich nicht falsch, Leute. Warum leben die Figuren denn wieder? Ich habe die doch alle weggetreten. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber gut, machen wir halt so. So.
Ist cool, dass man Mumbo spielen kann. Gefällt mir. I like it. Mumbo-Schädel. So, Leute. Also, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Im nächsten Part werden wir dann weiter gucken mit Banjo, was es hier noch gibt. So, mit Banjo, was es hier noch gibt. Und bis dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und... Masa la vista, baby!